Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Der Part geht ja gut los und wir werden direkt von Fledermäusen angegriffen. Na, Batman! Na, warte, du Wicht. Dich kriege ich. Hä? Der ist sogar tatsächlich gesprungen. Cool. So. Oh, ein Schieberätsel. So, mal gucken. Ha. So, der Kristall ist weg, also wir kommen da schon mal durch. Und wir haben ein weiteres Herzteil. Geil. Yeah. So, und jetzt bauen wir uns hier. Ja, oder so. Oder so. Im letzten Part hatten wir ja wieder einige Unterbrechungen bezüglich Störungen und eingefrorene Bilder. Ich habe den PC jetzt nochmal neu gestartet. Und da hinten ist wieder ein Herzteil. Ich habe eine Theorie, wie wir da rankommen. Einfach mal auf gut Glück. Ach, Pech gehabt. Oh Gott sei Dank, ich wäre da fast reingerannt. So, und dann rennen wir mal hier entlang. Ja. Ja, und jetzt sind wir auf der Suche nach Papal und irgendwie im Wasserfall ist der nächste Dungeon. Keine Ahnung. Aber Papal ist wichtiger, weil der hat mit der Tauschquest zu tun. Und wie wir da hinkommen, habe ich auch keinen blassen Schirm. Da ist er schon. Jo, da ist er, jo. Fadern. Da kommt man nicht einfach so durch. Ja, geil. Ich liebe das. So, mal gucken, können wir hier irgendwie... Bringt das was? Nein. Und weg. Ja, wir sind hier schon mal falsch, oder kann man hier rein? Ja, man kann hier rein, sehr gut. Gott sei Dank haben wir das noch gemerkt, sonst wäre ich den ganzen Weg nochmal zurückgelaufen. Oh, eine Treppe. Und Schleims. Oh, eine Kiste. Da war irgendwie klar, dass da kein Rubin oder so drin ist. Mir war da irgendwie sofort klar, dass da ein Gegner drin ist. Weil die Kiste wäre viel zu leicht zu erreichen. Ah, Fodern, Papa. Hallo. Hm. Nächstes Mal schlage ich dich, wenn du auch mal auf diese Idee kommst. Aber auch nur, weil es wichtig für die Tauschquest ist. Penner. Danke, du Penne. Ich hab da so eine Idee. Na schade, wäre er gestorben, hätte ich seine Frau geehelicht. Nur die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier erstmal weiter? Das ist jetzt die wichtige Frage des Partys. Und wie kommen wir hier durch? Ich will das haben. Ah, hier. Ergibt Sinn.
Oh, lila Rubin. Ja. So kommen wir auch dem Bogen etwas näher. Wir haben noch nicht mal ganz die Hälfte. Oh Gott. Ist sehr teuer. Also hier seht ihr, ohne Pegasus-Stiefeln können wir den halt nicht besiegen. Gib mir den nicht für den Bogen kaufen. So, und weiter geht's nach oben. Gehen wir mal hier einfach. Wir gehen einfach mal hier lang. Scheiß Fledermäuse. So, die Frage ist nun, suchen wir weiter das mit dem Dungeon? Oder machen wir jetzt die Tauschquest weiter? Also ich persönlich wäre für die Tauschquest, aber ich suche mal hier in der Gegend nach etwas, das sich Teleporter nennt. Denn ich bin faules Stück Scheiße, dass ich nochmal den ganzen Weg latschen will. Und tot. Und tot. Und tot. Ah, hier. Sehr gut, dass wir hier lang gegangen sind. Denn hier kann man hier den Schlüssel dafür eingeben. Und da muss man eine Bombe reinwerfen. Und sogar einen Teleporter. Und ein Teil der Macht. Ja, meine Güte. Heute läuft's aber mal so richtig. So, ich würde sagen, wir aktivieren jetzt den Teleporter, teleportieren uns damit nach Zoodorf. Also hierhin. Mein Stuhl knatscht, machen da dann die... Oh mein Gott, verdammter Stuhl. Ich werde mir nicht nur eine neue Capture-Card demnächst holen, ich werde mir auch einen neuen Stuhl zulegen. Aber das habe ich irgendwann schon mal erwähnt. So. Wir werden jetzt hier die Tauschquest weitermachen, dann gehen wir zum Dungeon, öffnen den und fangen damit dann an. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier rein müssen, in dieses Haus, was anders aussieht als die anderen. Individuell. Ah ne, das ist hier Krokodilius. Eigentlich ja schon, wie bereits erwähnt, aber du kannst halt einfach nicht malen. Das ist auch keine abstrakte Kunst oder Surrealismus, Salvador Dalí mäßig. Nein, 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 das ist einfach nur Müll. Ein Hauch von Tüll, könnte man fast dazu sagen. Aber ein Hauch von Tüll ist in irgendeinem Sinn auch Kunst. So, wo müssen wir nochmal rein? Hier? Ja. Oh, bei mir ist gerade Pop-Up aufgetaucht auf meinem PC. Hallo? Da. Nein, danke. Ich möchte das Programm nicht kaufen, was ihr mir einfach runtergeladen habt beim letzten Update. Nein, danke. Dr. Wright. Ja, dann werden wir mal das jetzt zu Dr. Wright bringen. Das ist ein Easter Egg. Der Typ kommt nämlich ursprünglich aus SimCity für Super Nintendo. Ja, SimCity für Super Nintendo. Habe ich nie gespielt oder besessen oder jemals Interesse daran gezeigt. Das einzige Aufbauspiel, was ich jemals gespielt habe und brauche, ist Anno. So. Wir hätten hier hinten einfach mal einen Teleporter hinnehmen können. Naja, dann gehen wir mal zu Runga-Steppe und teleportieren uns da einfach mal ganz simpel hin. So. Und dann laufen wir mal wieder durch Möwendorf. Meine Güte, ich hab's mit Ortsnamen merken nicht so. Ja, richtig, Möwendorf. Ja, gib mir den beschissenen Rubin. Und dann... gehen wir hier wieder durch den... komischen Zauberwald und dann gehen wir zu Dr. Wright. Angeln werden wir auch irgendwann, aber ich mag Angeln nicht. Wirklich nicht.
Also zumindest in dem Spiel. In echt habe ich das noch nie gemacht, obwohl ich an der Nordsee wohne. Tot. So. Hier lang. Oh, ein blauer. Kommst du mir nur so vor, oder gibt er hier immer einen blauen? Weil immer, wenn wir bei ihm waren, gab es einen blauen. So, dann gehen wir mal in Dr. Wrights Hütte. Ja, der Typ ist aus Sim City. Und ist hier als Easter Egg eingebaut worden. Weil es gibt hier noch nicht genug Easter Eggs in diesem Spiel. So, dann reden wir mal mit ihm. Ja, ich glaube, sie hat ihn ein bisschen gecatfischt, weil das ist eindeutig nicht sie. Das ist doch hier, ne, kennst du ja, die wir mit hier Taryn neulich gerettet haben, ne? Die hier von diesem Schildkrötenmann einfach so geheiratet werden wollte und wir haben die Hochzeit verändert. Ja. Ja, Peach sieht hübsch aus, aber die, mit der du schreibst, das ist eine Ziege. Viel Spaß damit dann auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ich gib mal her, was kannst du mir... Ein Besen. Also ich dachte, die Tauschquest wäre eigentlich hier jetzt an diesem Moment vorbei, aber... Wie scheint nicht. Problem, ich weiß nicht, wer diesen Besen kriegen soll. Deswegen... Geh ich mal. Fail. Gib her das Herz. Würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück zum Teleporter. Oh, hier gibt es wieder eine Schlummermorchel. Komm, gib her die Schlummermorchel. Und dann würde ich sagen, hier, zurück zum Teleporter, zurück zum Dungeon, denn den möchte ich dann im nächsten Part direkt angehen. Yeah. Möwendorf. Das Dorf der Dörfer. Der Ort, an dem wir aufgewacht sind und zum ersten Mal Maren begegnet sind. Der Liebe unseres Lebens, gleich nach hier, wie hieß sie nochmal? Zelda oder so. Ja, keine Ahnung. So. Und da sind wir auch schon am Teleporter und dann sage ich mal, ich beende diesen Part. Haut rein, bis zum nächsten Mal und... Und ciao!